Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, und jetzt habe ich bedingt durch Kingdom Come Deliverance schon einige Tage, man kann sogar sagen, gut eine Woche, keine Folge mehr aufgenommen von RimWorld und jetzt ist es wieder soweit. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall mit einem Stück Holzboden für die Tür zum Batterieraum. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was in dieser Folge so alles passiert. Hoffentlich kein Drama, da kann ich drauf verzichten. Und ja, weil ich so lange nicht aufgenommen habe, muss ich erstmal einen Überblick kurz verschaffen. Hier ist alles in Ordnung. Wir haben hier die Steinwände, das haben wir alles gemacht. Und genau, Krankenzimmer auf 4 Betten, das ist auch schon längst fertig. Die Krypta ist fertig. Der Verwendungszweck hier für den ehemaligen antiken Schrein, der wäre noch festzulegen. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Ich bin unschlüssig, was ich da haben möchte. Zumal ja, das Ganze natürlich auch schon wirklich sehr weit weg vom Schuss ist. Man könnte hier natürlich einen Gang direkt durchbauen. Das würde wahrscheinlich auch gar nicht schlecht aussehen. Ja, was soll man denn da machen? Also, hydroponische Gärten waren vorgeschlagen oder eine Gefängniszelle oder Wohnblock. Alles eigentlich vorgeschlagen, was man machen könnte. Und ja, so richtig gefallen hat mir davon nichts. Ich weiß es halt noch nicht. Was ich machen werde, ist hier mal ein Stückchen Wand abreißen. Da ist kein Schrein mehr. Aber wer weiß, ob möglicherweise noch etwas anderes dahinter liegt. Da kommt schon Makali. Das ging ja schnell. Ja, da ist gar nichts hinter. Aber hätten wir halt noch mehr Wände. Oh, das sind Stahlwände. Ja, die reiße ich auf jeden Fall ab. Denn wir wissen ja, Stahl immer. So. Apropos Stahl, die Tiefenbohrung ist ja fertig, die Tiefenscanner aber noch nicht. Und da sind wir dabei und kurz vor der Fertigstellung, das heißt bald bauen wir einen Scanner und können endlich sehen, wo wir noch Vorkommen haben. Das ist auch ein Stahlboden, das heißt, den werden wir ebenfalls entfernen. Und da haben wir schön Rohstoffe von. So, da müssen wir mal kurz über die Bewaffnung schauen. Wir haben hier ein Präzisionsgewehr. Umbra hat, glaube ich, nee, Riesling. Nein, Samantha hat auch eins. Coach hat auch eins. Lafleur hat noch ein Repetiergewehr. Puck, gar nichts. Briggs hat ein Präzisionsgewehr. Minyoka noch ein Repetiergewehr. Und das wär's. Das heißt, wir müssen eigentlich noch 2 Präzisionsgewehre bauen. Wobei, ich sehe gerade, wir haben eins, das ist aber schlecht geworden. Wieso ist denn das schlecht geworden? Das kann ja eigentlich nicht sein. Wer baut die Dinger denn? Puck baut gerade ein Präzisionsgewehr. Habe ich nicht eingestellt, dass das jemand machen soll, der gut ist? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Da wollen wir das mal ein bisschen hochschrauben. Ich glaube aber, dass Puck inzwischen auch weitermachen darf, denn Handwerk ist 8. Nee, ist 8. Das heißt, er darf es nicht mehr machen, denn er braucht 10. 10 für den Job jetzt und jetzt liegt es da halt rum. Und das wird garantiert nicht mehr fertig gemacht. Das können wir also daher abbrechen. Und was haben wir hier? Den modernen Stahlhelm, der ist unfertig. Den hat Anri angefangen. Ja, der wird vielleicht noch fertiggestellt. Können wir gerne drauf warten. So, Lafleur, derweil am Forschungstisch, sorgt dafür, dass die Tiefenscanner fertig werden. Und hier können wir noch eine Kachel Holzboden setzen. Die fehlt noch. Ansonsten alles gut. Die Windräder drehen mit ordentlichem Drall. Alles gut. Und hier, wie gesagt, ich lasse mir was einfallen. Gerne könnt ihr auch nochmal Kommentare schreiben oder Ideen posten. Ich glaube, oder ja, also wenn ich da gar nichts mitmache, dann ist es halt so. Ich glaube, so wirklich richtig dringend brauchen wir es nicht. Wir haben eigentlich inzwischen alles, was wir brauchen in der Kolonie. Es geht so langsam gegen Endgame, sprich Raumschiff und Gewinn. Auch wenn einige natürlich sagen, Gewinn ist nicht unbedingt das Raumschiff, aber ich würde ein Raumschiff halt als gelungenen Abschied betrachten. Es wird weiter gekocht, Fleisch ist auch noch genug da. Und jetzt kommt ein Überfall. Dann schauen wir mal. Stammesmitglieder der Fraktion Die Braune Flussherrschaft.
Warum der Fluss übrigens braun ist, das könnt ihr euch selber denken. Die werden sich noch vorbereiten. Oh. Ja, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Ist ein Stamm, von daher werden wir sicher keine Probleme haben. Ich denke mal, wir holen unsere Leute erstmal zurück. Diese beiden laufen mir etwas zu nah hier an die zu jagenden Tiere, ist ja klar. Haben wir eigentlich noch eine gültige Sicherheitszone? Die Heimatzone, das Exil. Wir haben im Moment gar keine Sicherheitszone. Die habe ich nämlich irgendwann mal gelöscht. Ich glaube, als wir das mit den Stalltieren gemacht haben, habe ich gesagt, alles weg, Tabula Rasa und neu anfangen. Darum muss ich jetzt mal eben eine erstellen. Eine neue Zone. Und zwar nennen wir die Sicherheitsbereich. Und den werden wir jetzt festlegen. Ist im Grunde alles hier. Ich werde das mal großzügig machen. Da ist schon einer zu viel. So, auch hier soll natürlich auch am Feld weitergearbeitet werden. Und auch hier, denn hier stehen unsere Leute ja in Deckung, weiter aber nicht raus. Weiter raus müssen sie auch nicht. Wir müssen gleich noch ein bisschen verkleinern. Ich habe es an ein, zwei Stellen zu groß gemacht. So. Naja, das, damit sie da reinlaufen können. Es gibt nicht wirklich einen Grund dazu, dass sie das müssen, aber schadet jetzt auch nicht. So, das wäre eigentlich fertig. Jetzt müssen wir nur eben korrigieren an dieser Stelle. Und hier. So, okay. Und jetzt gehen alle unsere Kolonisten erstmal auch da rein. In Sicherheit bringen. Und da die sich noch vorbereiten, haben wir ebenfalls ein bisschen Zeit. Wir haben nur einen wirklichen Eingang in die Kolonie. Ich glaube kaum, dass hier einer reinkommt, selbst wenn Geschütze sind da und bereit. Wir werden jetzt diese Geschütze aktivieren. Wer hat denn da Zusammenbruchsrisiko? Das ist Minyoka. Und warum? Ambrosia-Toleranz. Krebsgeschwür. Ja, das können wir übrigens operieren. Vielen Dank für die Hinweise dazu, wie das funktioniert. Ich habe natürlich vergessen zu erlauben. So, die starten ihren Angriff. Das heißt, wir müssen unsere Leute wecken. Ich habe vergessen zu erlauben, dass die Leute die Medizinpakete nutzen können. Das geht natürlich dann nicht. Wenn die keinen Zugriff auf normale Medizinpakete haben, dann können noch so viele davon im Lager sein, werden die nicht nutzen. So. Stellen auch ein paar Nahkämpfer hin. Und ich denke mal, das sollte reichen. Der Rest kann ruhig weiter schlafen, es rennt ja keiner raus. Und da kommt der Stamm, die Horde, und greift an. Gehen doch vielleicht ein, zwei da zu dem anderen Eingang. Der greift die Sandsteinwand an. Könnte also auch sein, dass hier einer irgendwo durchbricht. Aber so alles hat irgendwas machen. Was greifen die denn an? Oh, eins unserer Schweine. Ein Ferkelchen. Och nö. Das ist aber unmenschlich. Ferkel 1 wurde erstochen. Moment einmal. Bitteschön. Trotz Priorität hat keiner den Schalter geschaltet. So, das kommt aber gerade recht, würde ich sagen. Warum zur Hölle begleiten die Schweine unsere Leute? Das ist doch abgestellt. Das muss ich nochmal überprüfen nach dem Kampf. Da stimmt nämlich noch was nicht. Und ich glaube, viel müssen wir gar nicht mehr tun. Es sind schon so viele tot.
Noch ein Ferkel tot. So, und jetzt fliehen sie. Okay, also das war der Angriff. Keine große Gefahr jetzt, aber wir sind ja auch defensiv ganz gut aufgestellt. So, ich muss mal eben das mit den Tieren nachgucken. Das kann ja wohl nicht sein. Da habe ich offen... Ach, hier unten, ja. Na klar. Also diese Tiere hier unten, die werden dem Meister niemals folgen. Weder im Kampf noch bei der Jagd. Kommt überhaupt nicht in Frage. Diese hier oben schon. Und irgendwo brennt's. Hier brennt's. Da müssen wir unsere Leute mal eben aus dem Sicherheitsbereich entlassen. Ich warte mal eben. So. Unbegrenzt, damit gelöscht werden kann. Da sieht man, gehen die ersten auch gleich hin. Das ist das Heugras für unsere Leute. Und wir haben einen Verwundeten und da liegt Andrea bewusstlos. Auch die müssen wir retten. Ich würde sagen, Umbra holt sich Andrea. Kann auch gleich dann versorgen. Und das hier ist Comboa. Ein Berserker oder eine Berserkerin in dem Fall. Kann so ein bisschen kochen, so ein bisschen Landwirtschaft. Und ist leider träge. Asket, aber immerhin Optimist. Ich würde sagen, wir versuchen es mal wieder mit einer Gefangenen. Haben wir überhaupt eine Zelle? Wir haben nämlich keine Zelle. Vielleicht mache ich tatsächlich einen Gefängnistrakt hier draus, aber ich plane nicht viele weiteren Gefangenen zu haben. Wir haben auch überhaupt kein freies Bett mehr momentan. Nichts mehr frei. Das heißt, wir werden hier ein provisorisches Gefängnis einrichten. Und wer ist da? Makali wird Comboa fangen. Müssen wir eben kurz hier die ganzen Sachen erlauben. Dass wir die ins Lager packen können zum Verkauf. Die Toten hier werden ja verbrannt. Und ja, da ist Comboa. Die bekommt auf jeden Fall... Kräutermedizin ist richtig und wir werden versuchen, sie anzuwerben. Die Anwerbeschwierigkeit ist nicht hoch. So, verrücktes Eichhörnchen. Im Moment nicht die größte Gefahr. Andrea kann wieder laufen. Andrea hatte eine Fehlgeburt aufgrund der schlechten Gesundheit. Ja. Das kann passieren dann. Die Geschütze sind noch an. Das Eichhörnchen nähert sich gerade im Raketentempo. Ja, okay. Geschütze noch an. Die haben das automatisch übernommen. Sollen wir die mal anlassen? Wir können es uns, glaube ich, leisten. Nee. Jein. Jetzt ist so mittelmäßiger Wind. Ja, wir lassen sie erstmal an. Comboa, wie ist denn deine Verletzung? Hast auf jeden Fall ein paar Repetiergewehrschüsse abbekommen. Alles verbunden, alles gut. Andrea sollte auch verarztet sein. Ist verarztet, sehr gut. Oh ja, und da brauchen wir noch eine weitere Unterkunft. Jetzt wäre halt die Frage, vielleicht doch Unterkunft hier zu bauen. Gute Frage. Das ist eine Kalksteinwand mit 540 Trefferpunkten. Wir haben 4 Kalksteinblöcke. Das reicht leider nicht ganz, aber der Boden muss eh weg. Von daher machen wir es so. Wir geben mal einen Auftrag. Und zwar möchten wir gerne einen Weg haben. Hier entlang. Und dann hier. So. Die Krypta würde ich gerne weiterhin als separaten Eingang betrachten. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Stützwand brauchen. Ich lasse sie jetzt mal stehen. Wir werden ja eh neue Wände einziehen, dann können wir es auch noch entfernen.
Aber die Böden, die kommen schon mal raus. Und was wir machen werden, wovon haben wir viel? Schiefer, Marmor. Nehmen wir hier die Marmor. Noch eine zweite Wand dran. Und hier auch. Okay. Noch kann Bricks hier raus. So, jetzt hätten wir genug schon hier für die Kalksteinwand. Machen wir das zu alles hier. Den Boden raus, neue Wände rein. Und ich habe hier genau die Mitte genommen. Denn ich denke mal, wir werden hier so einen kleinen Flur machen. Obwohl, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal den hässlichen Boden weg. Das ist schon so ein bisschen sehr weit außerhalb hier. Vielleicht auch noch eine dritte Wand nehmen. Eine Marmorwand hat weniger Hitpoints als eine Kalksteinwand übrigens. Ihr habt mir in den Kommentaren auch schon einmal die Wertigkeiten oder die Trefferpunkte oder besser gesagt die Reihenfolge für die unterschiedlichen Wände genannt, welche die meisten und die wenigsten Hitpunkte hat. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben sogar und hier hingelegt, aber ja, wie das so ist, wenn man es sucht, hat man es nicht zur Hand. Oh, aber Kalkstein ist auf jeden Fall härter hier als Sandstein und auch als Marmor. Von daher ist Kalksteinwand schon ein schönes Material. Und da wir jetzt hier so viele Blöcke bekommen durch die Entfernung des Bodens, bin ich gerade am Überlegen, ob wir die Wände hier auch als Kalksteinausfertigung machen. Natürlich irgendwie wieder unnötig Arbeit gemacht hier, aber ich denke mal, wir machen das auch mit dem Kalkstein. Das liegt hier so weit außen und man kann hier so ran und deswegen lieber auf Nummer sicher. Ich meine, mir ist schon klar, dass das hier als Sandsteinwand jetzt auch nicht den Riesen Schutz bietet und da auch nur eine Schicht ist und nicht doppelt gemoppelt. Aber da hier Leute wohnen und schlafen werden, denke ich mal, werden wir das extra Stückchen Sicherheit nehmen. Hier, wenn hier einer durch die Wand bricht, ist er nicht zwingend direkt im Schlafzimmer irgendwo. So, Waffenhändler. Sind denn die ganzen Schrottsachen schon drin im Lager? Ja, bis auf zwei Bögen. Können wir Umbra ja mal schicken und gucken. So, das hier sieht auch gut aus. Natürlich muss das hier mit abgebaut werden. Müssen es ein bisschen breiter machen für einen hübschen Durchgang. So, wir verkaufen den Stahlspeer. Auch diesen Bogen. Recurve-Bogen. Da ist das schlechte Präzisionsgewehr, das kommt auch weg. Und ja, das war's. Und ja, eine üble Holzskulptur verkaufe ich auch. Stahltaschenmesser, Löschschaumgranaten bewahre ich mal auf. Vielleicht stelle ich doch nochmal so einen Mörser auf, dass man die entsprechend abfeuern kann. Ja, sonst behalten wir alles. 157 Silber ist nicht viel, aber immerhin. Ja, wir können das eigentlich direkt hier ausweiten. Gut. Da oben noch. Hier können wir schon. Da machen wir es jetzt hier mit Kalkstein. Und da auch. Oh, schaut mal. Haha, Bauteile, wie schön. Auf was man noch alles so stößt, wenn man sich mal durch so einen Berg gräbt. Schon nicht schlecht. So, wenn wir gerade hier schon sind, ne? Wir haben hier irgendwann mal ganz unsinnig eine Leitung reingelegt. Da, jetzt kann ich hier doch noch das Ding zumachen. Einfach nur, damit es besser aussieht. Oder wir machen es noch anders. Wo ist denn das Stromkabel jetzt? Wähle ähnliches. Ne, Moment. So. Die kommen dann weg. Das nicht. So, das bleibt. Gut. Ist es ein enger Gang? Ich weiß.
Ich mag normalerweise lieber breitere Gänge. Man könnten wir auch noch machen. Wir könnten auch ein neues Krematorium bauen und das hier komplett ummodeln. Ja, Fragen über Fragen. Wisst ihr was? Mache ich auch. Reißen das mal komplett weg hier. Schade, dass wir das Krematorium nicht versetzen können, aber das wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen unrealistisch, wenn durch die Miniaturization-Mod sich hier dieser schwere Steinklotz verschieben ließe. Allerdings, mit der Funkanlage geht's auch nicht. Ist auch okay. Die sind so groß und schwer, die Blöcke. Da würde ich es jetzt auch wirklich ein bisschen merkwürdig finden, wenn es geht. So, Coach macht noch die Wand zu. Das ist ja auch sehr schön. Ist das eigentlich schon unser Besitz? Ja, natürlich. Nee, ist nicht unser Besitz. Schaut mal. Und darum wird es nämlich auch nicht repariert. Da ist es nämlich kaputt. Das ist aber kein Problem. Wir können das erstmal so machen. Wir können Ähnliches wählen und können dann sagen, in Besitz nehmen und jetzt gehört es uns. Und dann wird es auch gleich repariert. Gut. Gut. Fleisch ist noch genügend da. Wieso wird jetzt hier Fleisch reingelegt? Das ist merkwürdig, ne? Normalerweise ist es nicht erlaubt, aber jetzt wird es hier scheinbar, weil hier alles voll ist, doch da reingelegt. Obwohl es da nicht liegen darf. Ich habe es ausgeschaltet. Kein Fleisch hier. Fasziniert. Ich würde sagen, guter Zeitpunkt, um die Folge zu beschließen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann in Folge 60 schon. Schönen Tag noch. Ciao.